Stell dir vor, du bist im Ausland auf Klassenfahrt und plötzlich ist Krieg. So geht es oder ging es einigen Schulklassen in Israel. Darunter auch eine Gruppe von Berufsschülerinnen und Schülern aus Deutschland, die dort festsaß. Die Klasse aus dem Landkreis Karlsruhe war eigentlich für ein Austauschprogramm nach Israel geflogen. Nach den Angriffen der Terrorgruppe Hamas musste sie dann aber in einen sicheren Ort in der Negev-Wüste gebracht werden, mit Hilfe des Militärs. Auch die 16-jährige Katharina Heinz aus Rheinland-Pfalz hatte gerade bei einem Schüleraustausch mitgemacht. Als ich das halt morgens erfahren habe, war ich komplett verwirrt und hatte halt auch richtig Angst. Und ich glaube, ich habe immer noch nicht so ganz realisiert, dass hier jetzt wirklich Krieg ist in dem Land. Und es ist halt einfach schade, weil wir hatten wirklich so positive Erfahrungen. Einige, die festsitzen, müssen auf ihre Ausreise noch warten. Die Gruppe aus Karlsruhe konnte laut dem Landkreis aber inzwischen in ein sicheres Drittland gebracht werden.